Guten Tag aus Doha in Katar. Nach gut einer Woche Turnier habe ich mir überlegt, dass ich heute mal die mobile Fanbotschaft der KOS, also der Koordinationsstelle Fanprojekte und des DFB hier in Doha treffen will. Da kommen gleich Julia und Philipp und die werden mir mal erzählen, mit welchen Problemen, mit welchen Nöten die Fans auf sie zukommen. Ja, und wie sie überhaupt das ganze Turnier hier empfinden. 4200, das sind die Tickets, die über den DFB verkauft worden sind für das gesamte Turnier. Die FIFA spricht von ungefähr 35.000 Karten, die nach Deutschland verkauft worden sind. Das ist so eine Zahl, wo wir so erfahrungsgemäß sagen, dass man davon ausgehen kann, ungefähr 7.000 bis 9.000 Fans werden hier sein. Wir haben beim ersten Spiel eine hohe Anzahl auch an asiatischstämmigen Menschen gesehen mit Deutschland-Trikots. Das stellen wir seit einigen Jahren fest, dass Menschen aus diesem Raum sich für die Nationalmannschaft interessieren und sich da auch tatsächlich so als Fan bezeichnen würden. Wenn gesagt wird, es gibt Bier an den Stadien und es gibt zwei Tage vor dem Turnier, dann sorgt das natürlich nicht gerade für Verhaltenssicherheit bei den reisenden Fans. Die deutschen Fans sind aber relativ kreativ, was das angeht, das kennen wir auch und die wissen schon, wo sie was bekommen. Wir haben es gesehen an den Covid, an den Einreisebestimmungen, dass das relativ schnell auch aus der Welt war, dann so nee, jetzt doch gar keine Tests, nichts mehr. Und dann jetzt natürlich auch das mit der Regenbogenfahne, mit den Regenbogenbinden, dass die FIFA vorgesagt hat, das geht. Dann wurde das so ein bisschen quasi kassiert bei den Spielen und jetzt gibt es ein Statement, ne? Ab jetzt geht wieder Regenbogenfahne. Nicht besonders hilfreich für unsere Arbeit, wenn nicht klar ist, was sind hier die Regeln. Wir hatten tatsächlich zwei konkrete Fälle, wo Fans Regenbogenutensilien am Stand abgenommen bekommen haben, die dann danach zu uns gekommen sind, denen wir versucht haben, sozusagen zu helfen, indem wir sie erstmal so begleitet haben, auch in dieser Situation, dass sie da bedrängt worden sind von Sicherheitspersonal. Wir wissen von vielen Fans bei den ersten Spielen, die Probleme hatten mit der Ticket-App der FIFA. Das hat sich dann so bis zum Deutschlandspiel rausgewachsen. Und manche Dinge, die man vielleicht im Vorfeld befürchtet hatte, die funktionieren tatsächlich in der Realität besser, als wir es irgendwie zunächst gedacht hatten. Also der Verkehr und die Metro, das funktioniert ganz gut. Auch wir haben uns natürlich mit der Initiative Boykott Katar im Vorfeld zusammengesetzt und haben uns ausgetauscht und haben natürlich geguckt, okay, wie geht das zusammen, dass wir eben vor Ort die Fans unterstützen und dass es in Deutschland eben auch diese Boykottbewegung gibt. Sicherlich stärken solche Turniervergaben nicht unbedingt das Vertrauen in die Verbände, also insbesondere in die FIFA und stärkt auch nicht sozusagen die Bindung an die Nationalmannschaft. Das muss man leider so sagen und das ist auch schade, dass wir da im Prinzip keine Verjüngung in der Fanszene der Nationalmannschaft spüren. Wünschenswert ist, dass Themen, die jetzt debattiert worden sind, auch bei diesem Turnier, dass die in die Entscheidungen bei den folgenden Turnieren, wo Turniere hinvergeben werden, dann auch mit Einfluss haben und dass Fans dann nicht quasi vor die Entscheidung gestellt werden, fahre ich dahin und gebe dafür vielleicht ein Stück meine Haltung auf, um mein Team zu unterstützen, sondern dass Fans auch einfach irgendwie befreit und beruhigt in ein Land reisen können. Diese hohe politische Aufmerksamkeit haben wir hier erfahren, weil die Innenministerin die deutsche Fanbotschaft hier vor Ort besucht hat, auch mit Fans gesprochen hat. Und wir denken sicherlich, diese Aufmerksamkeit, die Politik jetzt auf Fanarbeit in Deutschland hat, Fanarbeit bei internationalen Turnieren, die werden wir auch mit zur Euro 2024 nehmen und da eben für fanfreundliche Rahmenbedingungen bei dem Turnier sorgen. Ich fand das hochinteressant, was Sie zu erzählen hatten und jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht und ob Sie noch lange hier bleiben werden oder dann nach dem Spiel gegen Costa Rica die Mission in Katar schon wieder beendet ist. Bis bald, macht's gut, schönen Tag noch.